Hallo, auf der GoSint-Con, also der German OSINT-Konferenz, hat Oliver Klein vorgestellt, welche Ermittlungen sie zu diesem Foto angestellt haben. Und ich habe jetzt mal versucht, das nachzubauen, nachzustellen und auf welche Probleme man eben dabei trifft. Und im ersten Video geht es um die Bilder-Rückwärtssuche mit Google Lens. Und da kommen wir natürlich schon zu folgendem Problem. Meine virtuelle Maschine ist aktuell kein Handy. Wie kriege ich Google Lens jetzt hier zum Laufen? Natürlich könnte ich eine virtuelle Maschine mit einem Android oder sowas starten, aber vielleicht geht es ja auch so mit dem Browser. Denn Google Chrome hat jetzt die Lens-Funktion drin. Aber wie komme ich jetzt an den Google Chrome? Weil wenn ich in der Anwendungsverwaltung suche, dann werde ich dabei feststellen, Nanu, da kommt sie, gut, Chrome, dass hier eben nur der Chromium drin ist, also die freie Variante, aber nicht die ganzen Erweiterungen, die Google in den Chrome mit rein hat. Und dazu muss ich also auf die Chrome-Webseite und mir von dort den Chrome herunterladen. Er erkennt schon gleich, dass es sich hier wohl um ein Linux-System handelt und fragt mich jetzt, ob ich ein Debian-Paket oder ein RPM-Paket möchte. Linux Mint, das ich hier verwende, ist Ubuntu bzw. Debian basiert, also brauche ich das Debian-Paket. Das muss ich jetzt eben herunterladen. Dauert auch gar nicht lange. So, der Download ist abgeschlossen. Jetzt kann ich das Debian-Paket öffnen. Und dann kommt die Paketverwaltung und fragt mich, was ich machen möchte. Und so, erfordert die Installation von 12 Paketen. Ich möchte das Paket installieren. Wie immer werde ich nach meinem Passwort gefragt. Noch einmal sagen, ja, ich möchte es installieren. Und dann wird mir der Google Chrome jetzt auch unter Linux installiert. Und da es ein Debian-Paket ist, wird es in die ganz normale Anwendungsüberwachung mit aufgenommen. Das heißt, wenn es Neuerungen gibt, wenn es Aktualisierungen gibt, dann werden die mir hierüber angeboten, werden automatisch vom System mitverwaltet. So, die Installation ist jetzt abgeschlossen. Das heißt, ich müsste jetzt hier den Google Chrome auch zur Verfügung haben. Kann den also ganz normal starten. Nein, nein, definitiv nicht auf meinem Recherche-Browser. Wunderbar. So, jetzt habe ich hier das Bild. Im Rechtsklick im Menü könnte ich mit Google nach dem Bild suchen. Da lande ich jetzt aber noch in der Standard-Suchmaschine. Ich wollte aber Google Lens. Und um Google Lens zu aktivieren, muss ich hier Chrome Flex aufrufen. Experiments, also Sachen, die noch nicht offiziell freigegeben sind. Und hier kann ich nach Lens suchen und auf Enabled klicken. Aha. Wenn ich jetzt eben das Rechtsklick-Menü nutze, also ganz normal hier Rechtsklick mit Google nach dem Bild suchen. Jetzt lande ich eben nicht mehr in der Standardsuche, sondern hier eben in der Lens-Suche und habe dieselben Möglichkeiten wie bei Bing und bei Yandex, dass ich mir zum Beispiel hier so Bildausschnitte generieren kann. Und das erste Bild schaut doch schon mal gleich ganz gut aus, ne? Hier dieser Haken, hier das eingeschlagene oder die geöffnete Türe. Wenn ich dann noch genauer vergleichen würde, würde ich feststellen, das ist es. Und wo war Attila Hildmann hier?
in Kayakoy in der Türkei. Ja, dieselben Suchen kann ich natürlich mit Bing und Yandex auch ausführen und werde darauf kommen, aber in diesem ersten Video sollte es eben darum gehen, wie ich Google Lens im Browser auf meiner virtuellen Maschine nutzen kann. Und in der Folge kommen nochmal Videos, wo es um das Thema geht, wann wurde denn dieses Bild aufgenommen? Okay, das war's für heute. Macht's gut, ciao, ciao.